Lieber Herbert Kickl, es ist an der Zeit, an Ihnen ernsthaft und aufrichtig Abbitte zu leisten, die semisenile Liga der Republik an die jüngste Vergangenheit und die rhetorische Demenz der Staatsspitzen zu erinnern. Wie groß war das Gebrüll und Geheul, als Sie die sogenannte Sicherungshaft für Gefährder einführen wollten. Sie erinnern sich, Dornbirn. Ihr politphilosophischer Satz, Herr Kickl, das Recht muss der Politik folgen, war die damalige Begründung für diesen Vorstoß entgegen der fast schon traditionellen Kritik der üblichen Verdächtigen im gutmenschlichen Kreis. Der künftige Vizekanzler der Republik Werner Kogler, seines Zeichens aktuelles Oberhaupt der linken Grün-Innern, vernaderte ihr Anliegen damals als, ich zitiere, primitiv-populistisches Kalkül und unausgegorenes, verfassungswidriges und menschenrechtsfeindliches Treiben. Bundespräsident Van der Bellen seinerseits ehemaliges Oberhaupt der politischen Linkskompostis unterstellte ihnen indirekt das Aufkündigen des Grundkonsenses der Zweiten Republik. Na bumm! Die geifernden Hyänen in den Redaktionsstuben fielen über sie her, die üblichen Verdächtigen von Klink bis Schäuber, also die verlängerte mediale Werkbank der Pseudoschickis von links. Die ach so objektive Giftspritze des Falters verglich Österreich sogar mit Guantanamo. Sie, Herr Kickl, wurden gegeißelt, verleumdet, angepisst, medial besudelt, durch Sonne, Mond und Sterne geschossen, als Verfassungsfeind Nummer 1 dargestellt. Ihr damaliger Koalitionspartner ÖVP distanzierte sich peinlich pikiert und der heldenhaft und mutige Sebastian Kurz zitierte sie zum Beichtstuhlgespräch, führte mit ihnen ein klärendes Gespräch, wie er sagte. Die noblen und ach so liberalen bürgerlichen Regimenter rümpften ihre Nase. Wasch mir den Pelz, aber man mach mich nicht nass. Das übliche Motto der Heuchelei im Herz-Jesu-kommunistischen Lager zwischen Türkis und Altschwarz. Und nun soll diese Sicherungshaft kommen, umgesetzt von Werner Kogler, Herbert Kickls bester Mann in der Regierung. Aber es wird noch viel besser. Aus Erstaufnahmestellen machte der Gott sei bei uns Kickl Ausreisezentren. Heureka! Jetzt steht es schwarz auf weiß im Regierungsprogramm, mit den vormaligen Teddybärenwerfern ausverhandelt, politisch in Stein gemeißelt. Und nicht zu vergessen, das Kopftuchverbot für Kinder. Ein klassischer Kickl eigentlich. Andreas Kohl meinte einst, die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit. Ich sage, es kommt schon lange nicht mehr darauf an, was man sagt und will, sondern vor allem, wer es sagt und fordert, die Heuchelei unserer Zeit und unserer Eliten.